Dann darf ich Sie begrüßen zu unserer Ringvorlesung. Der Harald Lesch ist gerade unterwegs, nicht die Welt zu retten, aber Terra X zu retten. Und ich darf Sie hier begrüßen, die Zuhörer und Zuschauer von unserem Zoom-Meeting und von YouTube. Herzlich willkommen bei unserer Ringvorlesung. Heute die fünfte Ausgabe zur Bildung für Klimaschutz. Und Herr Holler wird seinen Vortrag halten. Kann die Energiewende in Deutschland Realität werden? Bevor wir dazu kommen, erst noch eine kurze persönliche Vorstellung, damit Sie aus dem Lebensweg so erkennen können, was man so tun muss, um dann hier mal zu einem Vortrag eingeladen zu werden. Also Herr Professor Christian Holler studierte Physik an der LMU München, das ist schon mal sehr gut. Dann promovierte er von 1999 bis 2003 in Radioastronomie an der Universität Cambridge. Und aus dieser Zeit kennt er auch David McKay, der ihn zu seinem Buch motiviert hat, Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Seit 2014 ist Christian Holler Professor für angewandte Naturwissenschaften an der Hochschule München. Und ich freue mich, dass Sie hier bereit sind, uns einen Vortrag zu halten, und übergebe Ihnen das Wort und die digitale Maus. Halt, ein Hinweis noch: Möglichkeiten der Zuhörer und Zuschauer, Fragen zu stellen über F und A in Zoom oder über Tweetback bei YouTube. So, dann, wie gesagt, übergebe ich Wort und Maus an Sie, Herr Holler. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Also es freut mich sehr, dass ich hier den Vortrag halten kann. So das ganze Thema Didaktik und irgendwie die Sachen greifbar machen, das ist ein wichtiges Thema. Und hier geht es auch bei diesem Vortrag, auch bei dem Buch, geht es vor allem darum, so ein Gefühl für die Energiegrößen zu bekommen. Es geht jetzt gar nicht mal ganz darum, jetzt einen Plan auszulegen, wie wir die Energiewende schaffen, sondern einfach, um überhaupt mitreden zu können. Was ist denn da so Pi mal Daumen notwendig überhaupt? Wie viel Energie verbrauchen wir und was sind die Quellen, die Sinn machen und welche nicht? Und das ist eigentlich das, worum es mir in diesem Vortrag geht. So, jetzt mache ich ja mal hier den Bildschirm, teile ich mal. Ich hoffe, Sie können das sehen. Wenn nicht, dann bitte einfach melden. Also, es geht jetzt um erneuerbare Energien. Und warte mal, kann ich dummerweise. Jetzt hat es, glaube ich, genau. Okay, so, sehr schön. Also, es geht um erneuerbare Energien und vielleicht nochmal ganz kurz zur Motivation. Ja, wozu brauchen wir das eigentlich? Also, hier ist mal so Daten für die Zukunft für 2100. Vielleicht haben Sie das Bild auch schon mal gesehen. Es geht also darum, wie sich die Temperaturen auf der Erde entwickeln werden. Und es gibt also hier verschiedene Szenarien, diese RCP, das sind diese verschiedenen Szenarien, auf die wir so zusteuern. Wir liegen also im Augenblick irgendwo zwischen dem 4,5 und 8,5. Und also es geht darum, wie sich in gewissen Bereichen diese Temperaturen verändern. Und es gibt also eine sogenannte tödliche Temperatur oder Deadly Threshold heißt es. Das ist jetzt nicht eine Temperatur, wo die Leute sofort tot umfallen, sondern das ist eine Temperatur, wo also auch die fittesten Leute jetzt nicht über Wochen auf dem Feld arbeiten können, und Alte und Kranke da sehr drunter leiden und sterben. Wir hatten mal eine Hitzewelle in Europa in 2003 und ich glaube, da sind irgendwie 30.000 Menschen innerhalb von 2 Wochen gestorben, weil wir da über dieser Temperatur drüber waren. Und jetzt ist die Frage, wie viele Tage im Jahr kommen wir über diese tödliche Temperatur? Also im Augenblick, wenn wir mal hier gucken, gibt es ein paar Bereiche in Äquatornähe, wo wir so ein paar Tage, ein paar Wochen im Jahr da eigentlich drüber sind. Vor allem, es hat auch was mit der Luftfeuchtigkeit natürlich zu tun. Es ist immer nicht nur die Temperatur. Aber je nachdem, wie sich der Klimawandel entwickelt, sehen wir, dass es dann also Bereiche geben wird hier, wo wir teilweise über 300 Tage über diese tödliche Temperatur kommen. Und die Konsequenzen sind klar. Also Menschen können dann dort ohne aktive Kühlung eigentlich nicht mehr leben. Das heißt, was wir sehen werden, sind große, große Migrationsströme. Und zwar nicht irgendwie nur von 1 oder 2 Millionen, sondern da werden gleich Milliarden Menschen in Bewegung kommen,
weil man dort einfach nicht mehr langfristig leben kann. Also das ist meiner Meinung nach das, worauf wir uns am meisten einstellen müssen, zusätzlich zu den natürlichen Änderungen, die wir auch erleben werden. Aber diese soziale Komponente bei der Geschichte, die werden wir wahrscheinlich auch noch relativ schnell bemerken. Das möchte ich nur noch mal vorweg schicken als Motivation, weil es dann doch einfach eine Rolle spielt. Okay, vielleicht einmal dieses Thema Energie. Man hört immer viele Energiemengen und dann gibt es so Aussagen wie innerhalb einer Stunde schickt die Sonne so viel Energie auf die Erde, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Da könnte man sich überlegen, stimmt das nicht? Heutzutage muss man das ja ohne Probleme nachprüfen können, also googeln wir doch einmal. Wie groß ist der Energieverbrauch der Menschheit? Wenn Sie da mal googeln, dann kommen Sie auf so eine Zahl. 20 Milliarden Tonnen SKE pro Jahr. Was ist jetzt das? Ah, das ist eine Energieeinheit, ob Sie es glauben oder nicht. Das heißt Steinkohleeinheit. Das ist quasi die Energie, Tonne Steinkohleeinheit, die in einer Tonne Steinkohle drin steckt. Okay, 20 Milliarden Tonnen verbrauchen wir. Okay, gut, klingt recht viel. Vergleichen wir es doch mal mit der Sonneneinstrahlung. Ja, da haben Sie eine Einheit pro Tag und da kommen Sie auf 15.000 EJ. Was ist jetzt das? Exajoule. Da geht schon los. Was ist das Exa gleich nochmal? Ist das irgendwie 10 hoch 15 oder 10 hoch 18? Aber auf jeden Fall irgendwas, was man sich nicht vorstellen kann. Und vor allem, ich kann es nicht vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, was größer und was kleiner ist, ohne einen Taschenrechner und irgendeine Tabelle, mit der ich diese Einheiten umrechnen kann. Vielleicht googeln wir gleich nochmal weiter. Wie viel Energie produziert denn die Windkraft? Da kommen wir auf eine Zahl weltweit, das war jetzt, glaube ich, 2018, 1120 Terawattstunden pro Jahr. Okay, das ist mal eine Einheit, die man vielleicht schon mal gehört hat, Terawattstunden. Aber immer noch nicht ganz klar, wie ich die mit dem anderen in Verbindung bringen soll. Und vielleicht noch eine Zahl, Erdölförderung. Also wir fördern 12 Millionen Tonnen Öleinheiten pro Tag. Die Öleinheit ist jetzt wieder eine andere Energieeinheit, nämlich die Menge an Energie, die in einer Tonne Öl drinsteckt. Und die hat mit der Tonne Steinkohle gar nichts zu tun. Also es ist sehr schwierig, mit diesen Energieeinheiten überhaupt irgendein Gefühl für Größenordnungen zu bekommen. Und deswegen wollen wir eine neue Einheit einführen oder eine bessere Einheit, neues ja nicht, nämlich Kilowattstunde pro Person und Tag. Also wir möchten alles umrechnen in Kilowattstunden pro Nase und pro Tag. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn eine Kilowattstunde überhaupt? Also stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen auf so einem Fahrrad, zum Hometrainer, und wenn Sie da ordentlich in die Pedale treten, dann können Sie auch auf längere Zeit vielleicht auch mal so 100 Watt produzieren an Leistung, momentaner Leistung. Das ist also, Sie kriegen so eine helle Glühbirne zum Leuchten, wenn Sie da irgendwie ein Dynamo anschließen und dann an die Glühbirne dran. Und wenn Sie das aber jetzt für 10 Stunden machen, also Sie setzen nicht 10 Stunden aufs Fahrrad, dann sind das 100 mal 10 sind 1000 Wattstunden oder eine Kilowattstunde. Okay, also da haben wir jetzt mal so ein Gefühl. Eine Kilowattstunde ist die Energiemenge, die ich mit harter körperlicher Arbeit an einem Tag produzieren kann, wenn ich sie selbst produzieren müsste. Was kann ich mit einer Kilowattstunde machen? Also produzieren bräuchte ich 10 Stunden. Kosten tut die 30 Cent ungefähr. Pi mal Daumen auf der privaten Stromrechnung. Wir rechnen ja den Strom in Kilowattstunden ab. Okay, also 30 Cent für 10 Stunden Arbeit. Also sehen wir mal, körperliche Arbeit wird extrem schlecht bezahlt. Was können Sie damit machen? 3 Minuten lang warm duschen, dann ist die Energie verbraucht. Sie können 1,5 Kilometer mit einem Verbrennerauto fahren oder vielleicht so 5, 6 Kilometer mit einem E-Auto. Eine Wäscheladung, ein Essen kochen. Das ist alles so ungefähr eine Kilowattstunde. Da hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, für diese Energiemenge. So, und jetzt wollen wir mal diese 20 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheit der Menschheit pro Jahr umrechnen. Wie viel Energie ist denn das pro Tag, pro Person? Und wenn wir das machen, dann kommen wir auf eine Zahl, die jetzt irgendwie im Rahmen ist, das, was wir verstehen können. Also 60 Kilowattstunden pro Person und Tag. Im Weltdurchschnitt verbraucht jeder von uns. Vielleicht hat der eine oder andere die Stromrechnung im Kopf. Also wir verbrauchen bei uns im Haushalt, wir sind zu viert, wir verbrauchen 2000 Kilowattstunden. Ja, also das ist pro Person vielleicht 2 Kilowattstunden am Tag in Form von Strom zu Hause. Offensichtlich ist der Strom zu Hause nicht der Ort, wo wir am meisten Energie verbrauchen, weil das ist ja weltweit.
Wir in Deutschland verbrauchen ja wahrscheinlich im Durchschnitt noch viel mehr Energie. Da kommen wir gleich noch drauf. Okay, also diese Einheit, die wollen wir jetzt mal durch alles durchziehen, damit wir die Sachen vergleichen können. Umgekehrt kann man auch sagen, 60 Kilowattstunden, naja, ich bräuchte 60 Fahrradfahrer oder wenn die auch mal Wochenende haben und Ferien und so, dann hat jeder von uns oder jeder Mensch auf dieser Welt hat 120 Fahrradfahrer in seinen Diensten, die im Keller hocken und für ihn Energie produzieren, wenn sie so wollen. Also eine ganz schöne Menge. Okay, jetzt rechnen wir mal alle diese Zahlen hier in diese Einheit um. Also rechts sehen wir 60 Kilowattstunden pro Person und Tag. Die Sonneneinstrahlung pro Person und Tag liegt bei 550.000 Kilowattstunden. Okay, das ist also ordentlich mehr, ungefähr ein Faktor 9.000 mehr. Und das ist jetzt so die Anzahl der Stunden im Jahr, ist ja, sind ja ungefähr 9.000. Also die Aussage stimmt. Die Sonneneinstrahlung auf die gesamte Erde ist 9.000 Mal so viel, wie wir verbrauchen, aber man muss schon fast sagen, nur 9.000 Mal, weil wenn Sie sich überlegen, diese Energie ist ja eigentlich die Hauptenergiequelle für uns, die gesamte Biomasse, auch Wind, Wellen und so weiter, alles wird über diese Sonneneinstrahlung angetrieben und da ist es eigentlich schon ein großer Brocken, den wir da irgendwie selbst benötigen für uns. Erdölförderung oder fangen wir an mit Windkraft. Okay, also Windkraft im Jahr 2018 hat von den 60 Kilowattstunden weltweit halt nur 0,4 Kilowattstunden produziert. Aber die Erdölförderung hat immer noch fast ein Drittel ausgemacht, 18 Kilowattstunden. Also da sehen wir mal so ein bisschen die Größenordnungen. Und jetzt können wir das Ganze miteinander vergleichen. Also das ist für uns die wichtige Einheit. Jetzt habe ich ja gesagt, das ist der Weltdurchschnitt 60. Gucken wir doch einmal weltweit. Also das ist eigentlich so eine Grafik, die ich wirklich gerne mag. Die untere Achse, wenn Sie mal, also die X-Achse, ist das Bruttosozialprodukt in Dollar pro Person und Jahr. Und nach oben haben wir jetzt den Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Tag und Person. So, jetzt gucken wir vielleicht mal, wo Deutschland liegt. Hier ist Deutschland, okay. Weltdurchschnitt war bei 60, also hier ist 100. 60 liegt ungefähr hier. Also das ist der Weltdurchschnitt. Wir liegen schon ordentlich drüber hier. Wir liegen nämlich bei 120. Also wir liegen beim Doppelten des Weltdurchschnitts beim Energieverbrauch pro Kopf. Und USA ist fast nochmal doppelt so viel, wenn Sie mal gucken hier. Ja, Europa liegt alles so um uns herum. Das sind so Ausrutscher, Katar, Island. Da darf man aber jetzt nicht zu sehr drauf schauen, weil Island, da leben 300.000 Menschen, die haben wahnsinnig viel Wärme auch und viel Wasserkraft. Katar haben sehr viel Geld, sind aber auch nicht so viele Leute. Also die verbrauchen pro Nase schon sehr viel. Aber wichtiger sind natürlich so Länder wie USA, Kanada und so die großen Länder. Die hauen natürlich rein in der Gesamtenergiemenge dann. Aber wenn Sie mal gucken, wir sehen hier, China sehen wir noch gar nicht. Ich gehe mal in diese Summe mal in dieses Quadrat hier rein, hier unten. Ja. So, hier, da ist irgendwo China. Da liegen wir so bei 70 Kilowattstunden pro Tag und pro Person. Also pro Kopf deutlich weniger als bei uns. Klar, da leben sehr, sehr viele Menschen, aber im Grunde könnten die auch schon argumentieren, ja, wieso dürfen wir pro Kopf nicht 120 Kilowattstunden verbrauchen? Wenn Sie mal schauen, wo Indien liegt, hier unten, 20 Kilowattstunden, dann wird einem vielleicht klar, was uns noch bevorsteht, weil Lebensstandard, das sehen wir hier ganz klar, wir sehen hier eine ganz klare Korrelation, Lebensstandard hat mit Energieverbrauch zu tun. Und ein Land wie Indien, das wird also nicht hier einfach nur nach rechts rutschen, also reicher werden, das Bruttoinlandsprodukt, sondern es wird also nach rechts oben rutschen, es wird also auch mehr Energie verbrauchen. Klar, die Leute haben vielleicht mal ein Auto irgendwann mal oder sie wollen auch mal in Urlaub fahren oder haben mal ein Haus oder irgendwelche Geräte und so weiter. Und wer sind wir, dass wir den Leuten sagen, pass mal auf, ich hätte gern zwei oder drei Autos in der Familie, aber dafür dürft ihr keins haben. Also das geht natürlich nicht. Also von dem her kriegt man vielleicht noch so ein Gefühl, ja, da wird noch viel auf uns zukommen und die Weltbevölkerung wächst ja auch immer noch. Das ist immer nur die Anzeige pro Kopf. Okay, also konzentrieren wir uns jetzt aber mal auf Deutschland. Wir haben ja gesagt, der Primärenergieverbrauch in Deutschland sind 120 Kilowattstunden pro Tag und pro Person. Und jetzt vielleicht dieser Begriff Primärenergie, der ist wichtig. Primärenergie ist alles, was wir benötigen, um dieses Land am Laufen zu halten. Also die Kohle, die in die Kraftwerke reingeht, das Öl, das Erdöl, das gefördert wird,
das Gas, also alles, bevor wir auch Strom produzieren, also der Gesamtenergiebedarf dieses Landes. Und im Vergleich dazu gibt es noch eine andere Zahl, das ist der sogenannte Endenergieverbrauch, also die Energie, die der Endverbraucher verbraucht, also wir. Die ist niedriger, 85 Kilowattstunden pro Person und Tag. Und diese Differenz ist zum Großteil Verluste, zum Beispiel bei der Stromumwandlung in Kraftwerken. Also Kohlekraftwerke haben vielleicht eine Effizienz von 30% oder 40 vielleicht und der Rest verpufft mehr oder weniger als Wärme. Gaskraftwerke sind ein bisschen besser. Der Verbrennermotor hat eine Effizienz im normalen Betrieb von vielleicht 20, 25%. Also die Energie irgendwo, die bei uns ankommt, obwohl jetzt, das habe ich jetzt vielleicht falsch gesagt, bei der Endenergie ist schon das Benzin drinnen, das wir tanken ins Auto und nicht dann die Nutzenergie, da gibt es nämlich nochmal so einen Energiebegriff, die Nutzenergie, das, was am Schluss für uns wirklich nutzbar rauskommt, nämlich die Fortbewegung des Autos. Die ist natürlich nochmal niedriger, aber die ist sehr schwierig zu beziffern und die wird statistisch auch nicht erfasst. Aber der Endenergieverbrauch ist auch ein gute Benchmark oder Primärenergieverbrauch, denn was wir jetzt mal machen wollen, wir wollen uns nämlich mal überlegen, ich gehe gleich nochmal auf dieses Bild ein. Ich möchte jetzt hier eine Bilanz aufbauen, mal gucken. Nehmen wir mal Stand heute. Gell? Endenergieverbrauch 85, Primärenergieverbrauch 120 Kilowattstunden. Den möchte ich jetzt mal komplett durch erneuerbare Energien ersetzen. Was bräuchten wir dafür? Geht es überhaupt? Und ja, wenn jetzt, sagen wir mal, Photovoltaik und so, da habe ich ja keine Verluste wie in den Kohlekraftwerken. Also, wenn bei uns 85 ankommen würden, dann würde es eigentlich auch schon reichen. Aber klar, wir müssen vielleicht auch Energie speichern, wahrscheinlich auch relativ viel. Und bei der ganzen Umwandlung zu Wasserstoff und dann vielleicht wieder zurück in Strom, da haben wir hohe Verluste, über 50%. Also ja, vielleicht ist 120 doch nicht so schlecht als Benchmark. Aber das ist irgendwas, was Sie sich selbst überlegen können. Es geht hier um Größenordnungen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Bild. Also wohin geht denn unsere Endenergie? Also das ist unser Endenergieverbrauch prozentual aufgeteilt. Ich hatte ja schon angedeutet, der Strom privat macht nicht viel aus. Der macht 5% von unserem Energieverbrauch aus. Die Heizung macht ungefähr 20% aus. Verkehr, also Individualverkehr, auch nochmal ungefähr 20%. Transport von Waren ungefähr 10% und der Rest, Industrie, Gewerbe, Produktion, und so weiter, die macht dann 45% von unserem Energieverbrauch aus. Jetzt kann man natürlich sagen, die böse Industrie, aber das müssen wir schon jedem Einzelnen zuschlagen, weil wir sind ja die Leute, die am Schluss die Produkte kaufen. Wir kaufen das Auto, wir tanken, wir fahren damit, wir kaufen den Computer, wir kaufen die Handys und so weiter. Also die produzieren ja nicht für sich selbst, sondern am Schluss ist immer irgendwo ein Endverbraucher, der dann was davon hat. Also das müssen wir schon ehrlicherweise auch uns zuordnen, diese Energie, auch wenn wir vielleicht nicht direkt Zugriff drauf haben. Wogegen wir hier natürlich Heizung, Strom, Verkehr. Da haben wir natürlich schon direkten Zugriff drauf. Ne? Und Transport und das andere eher indirekt über unser Konsumverhalten. Okay, also, wo stehen wir denn heute, wenn wir jetzt mal diese 120 Kilowattstunden ersetzen wollen oder die 85 Kilowattstunden? Wie weit sind wir denn schon gekommen? Also man hört oft mal Zahlen, ja, dass wir jetzt bei 50% Erneuerbare sind, aber vorsichtig, 50% vom Strom. Wir haben aber noch natürlich viel, viel Energie verbrauchen wir gar nicht in Form von Strom. Eigentlich 2/3 unseres Energieverbrauchs geht nicht in die Stromproduktion. Und wie stehen wir denn heute? Gucken wir uns das einmal an. Wir sind nicht bei 50 bei unserem Gesamtenergieverbrauch, sondern nur bei 15%. Also wenn wir uns das hier mal angucken, das ist jetzt unser Primärenergieverbrauch in Deutschland, die Quellen, das sind diese 120 Kilowattstunden. Und da machen die Erneuerbaren 18 Kilowattstunden aus. Das jetzt sind jetzt Zahlen von 2019. Die Zahlen von 2020 sehen ein bisschen besser aus, halte ich aber nicht für ein vergleichbares Jahr, weil das wahrscheinlich jetzt nach der Corona-Krise sich wieder verändern wird. Also deswegen habe ich 2019 genommen. Also Sie sehen, Mineralöl 42 Kilowattstunden, Kohle 22, Erdgas 30, also 80% unserer Energie kommen immer noch aus fossilen Energieträgern. Und ein bisschen was kommt noch aus Kernenergie. Gucken wir mal, wie das aufgeschlüsselt ist, die Erneuerbaren hier. Also Photovoltaik macht ein bisschen was aus, Solarthermie weniger, Wind ist so einer der größeren Brocken hier, Wasserkraft
Biomasse. Da ist aber hauptsächlich Holz zum Heizen. Das ist ein großer Brocken davon, traditionell. Nicht unbedingt so die Biomasse, wie wir sie uns vorstellen. Biokraftstoffe, Abfälle, Wärmepumpen, bisschen Geothermie. Ja, also hier ist immer. Also wenn Sie gucken, Photovoltaik und Wind zusammen machen eigentlich ungefähr 5% unserer Energieproduktion in Deutschland aus. Und wenn Sie sich überlegen, wie sehr diese beiden Themen die öffentliche Diskussion dominieren, dann könnte man fast meinen, wir wären bei 90%. Aber nein, die machen 5% aus im Augenblick. Gut, jetzt, wer aus München kommt, kann sich vielleicht noch erinnern, 2015 hat man doch so eine Werbeannonce von den Stadtwerken und da waren wir doch schon bei 100% irgendwie. Also zumindest war es auf dem Plakat, so wie man ein Foto gemacht. Und man muss immer ins Kleingedruckte gucken. 100%, und da steht drunter, wir erzeugen so viel Strom aus erneuerbaren Energien, wie alle Münchner Haushalte, U-Bahn, Tram und E-Autos verbrauchen. Okay, 2015, wie viele E-Autos gab es da in München? Vielleicht 10 oder sowas, also die können Sie da gerne mal rausrechnen aus dieser Liste. Aber wie viel machten das jetzt überhaupt aus von dem Energieverbrauch in München? Also 100%, ja von dem, aber insgesamt, das interessiert mich ja. Also der Anteil der Haushalte, U-Bahn, Tram am Stromverbrauch beträgt nur 32%. Das heißt also, das wäre schon ein besseres Plakat gewesen, 32% erneuerbar. Und ich habe es ja schon gesagt, Strom macht ja nur ungefähr ein Drittel aus von unserem Gesamtenergieverbrauch. Also eine realistische Zahl wäre im Jahr 2015 das gewesen, 10% erneuerbar. Klingt natürlich nicht so toll wie 100%, kommt der Realität aber näher. Aber ist natürlich ein komisches Verständnis von 100%. Also ich könnte natürlich hier 100% von allem, könnte ich ja immer 100% sagen. Also, das ist, Werbung muss sein, das verstehe ich auch, aber ich finde es missverständlich und die Leute haben das Gefühl, naja, wenn wir eine Stadt wie München schon zu 100% erneuerbar versorgen können, dann haben wir kein großes Problem, dann muss das ja einfach gehen. Und deswegen glaube ich, dass es die Leute in einer falschen Sicherheit wähnt. Ja, und vielleicht noch was, wenn wir schon dabei sind, in unserem Buch haben wir so ein ganzes Kapitel, das nennen wir Geschichten aus Absurdistan, weil bei diesem Thema natürlich auch viele Sachen kommen, kennt ihr auch unter, zum Teil unter Greenwash, aber auch andere Geschichten. Aber jetzt haben wir mal hier einen interessanten Artikel auf Spiegel Online. Also Mondlicht als Energiequelle, das ist jetzt interessant. Lesen wir es uns vielleicht mal durch. Strom aus regenerativen Quellen, ohne ihn ist die Elektromobilität nur grüne Augenwischerei. Der deutsche Architekt André Brössel will die Lösung für dieses Problem gefunden haben. Eine Apparatur, durch die sich E-Autos mit Mondlicht betanken lassen. Anscheinend, hier sieht man richtig, diese Kugel fängt ja irgendwie so das Licht auf. Autor von diesem Artikel, der war also auch völlig begeistert und fragt also auch, also dadurch funktionieren die Kollektoren auch bei diffusem Licht und sogar beim Mondschein. Nachts wird aus Solarenergie dann lunare Energie. Durch Lichtenergie gewonnener Strom könnte damit auch nachts und somit wesentlich konstanter produziert werden. Mit dieser Idee ging der Produzent da an den Markt mit Crowdfunding, hat glaube ich 200.000 oder 300.000 Euro eingenommen. Was steckt denn da jetzt dahinter? Also er verwendet hier so eine riesengroße Kugel mit Wasser gefüllt und diese Kugel ist aber nur eine sphärische Linse. Also er hat hier hinten ist ein Konzentrator, er hat hier hinten eine kleine Photovoltaikanlage. Gut, er hat eine kleine Photovoltaikanlage, hat aber dafür irgendwie eine riesen Linse, die irgendwie 2 Tonnen wiegt und mehr Energie als auf die Querschnittsfläche von der Kugel drauf fällt, sagen wir mal 1 Quadratmeter hier vielleicht, mehr Energie kann aus der Kugel auch nicht rauskommen. Wenn da Sonne drauf scheint, dann fällt hier irgendwie 100 Watt im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt oder vielleicht auch mal 1000 Watt auf diesen Quadratmeter. Das ist die Obergrenze. Und jetzt kommt es, wenn Sie einen Vollmond haben, dann ist die Lichtmenge, die da drauf fällt, halt um den Faktor 400.000 geringer als bei Sonne. Und jetzt ist die Frage, okay, die Energie, die Stromproduktion geht bei dieser Maschine nachts um den Faktor 400.000 nach unten. Und damit könnte ich also Strom wesentlich konstanter produzieren, ist schon eine sehr gewagte Aussage. Aber gut, das ist halt das Problem, wenn man kein Gefühl für Energiemengen und für Energiegrößen hat, dann lässt man sich halt von irgendwie sowas beeindrucken. Gut, aber jetzt gehen wir mal die einzelnen Quellen durch.
So, ich habe mal die meisten hier aufgezeichnet. Vielleicht fallen Ihnen noch welche ein. Können wir dann gerne darüber diskutieren. Wie viel Energie könnte ich jetzt mit jeder dieser Quelle hier in Deutschland produzieren? Fangen wir vielleicht mal an mit Sonnenenergie. Also, ja, die Sonneneinstrahlung, das wissen wir alle, hängt auf der Erde vor allem von der Position ab. Und hier ist vor allem eine Zahl für uns sehr wichtig. Das nennen wir die Globalstrahlung. Das ist die durchschnittliche Sonneneinstrahlung übers Jahr gerechnet. Also im Durchschnitt Tag und Nacht. Tagsüber habe ich natürlich viel mehr als nachts und im Sommer mehr als im Winter. Aber wenn ich das alles gleichmäßig übers Jahr verteile, dann kommen wir auf eine gewisse Leistung. Und bei uns hier in Deutschland haben wir so typischerweise in München dagegen so um die 120 Watt pro Quadratmeter. Ja, wenn Sie nochmal dran denken, was hatte ich gesagt? So ein Fahrradfahrer kann also 100 Watt produzieren. Also da kommt im Jahresdurchschnitt so viel Energie auf einen Quadratmeter an, wie ein Fahrradfahrer, der auch ein ganzes Jahr lang in die Pedale treten würde. Okay, das ist also eine wichtige Zahl. Was Sie natürlich auch sehen, ist, dass das natürlich im Süden viel besser ist. Ich habe jetzt mal hier ein paar Städte, wo wir diese Globalstrahlung haben. Also zum Beispiel München, hier 124 Watt pro Quadratmeter. Dann, umso weiter Sie nach Süden kommen, umso besser wird es. Hier haben wir Houston. Aber auch jetzt, wenn wir nach Afrika gehen, Mogadischu, da sind wir schon beim Doppelten dann. Da haben wir also die doppelte Einstrahlung. Und natürlich bei einer PV-Anlage auch mehr oder weniger doppelte Ausbeute. Also spielt natürlich schon eine Rolle. Gut. Also das ist das Erste, was ich wissen muss. Und für das Potenzial in Deutschland muss ich noch wissen, ja, wie viel davon kann ich in Strom umwandeln? Ja, so Pi mal Daumen reicht für eine Abschätzung. Sie müssen da jetzt nicht irgendwie exakte Zahlen, aber wenn Sie so grob 20% für eine PV-Anlage, die neuen PV-Anlagen können so 20% annehmen, aber ja, wenn wir Freilandanlagen haben, dann haben Sie natürlich Abstände, dann müssen wir vielleicht eher mit 10% rechnen, die wir in Strom umwandeln können. Das sind so die Zahlen, mit denen wir rechnen. Und jetzt nehmen wir aber mal an, wir machen jetzt mal alle Dächer gnadenlos voll, also 50% aller Dachflächen. Die nach Norden vielleicht nicht unbedingt, aber alles, was irgendwie grob nach Osten, Süden oder Westen deutet, machen wir ganz voll mit Photovoltaik. Das gibt 17 Quadratmeter pro Person Dachfläche. Und ja, wenn wir das machen, bekommen wir im Jahresdurchschnitt 11 Kilowattstunden an Energie. Okay, also vielleicht hat sich der eine oder andere ein bisschen mehr erhofft. Das ist doch eine ganz schöne Aufgabe, wenn Sie mal so, ich gucke jetzt mal so raus, ich sehe keine Photovoltaikanlage hier vor mir. Da ist also schon noch ziemlich viel zu tun. Und dann haben wir mal so 10% gedeckt. Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch in die Fläche gehen. Nehmen wir nochmal 1% von Deutschlands Landfläche und machen nochmal irgendwie große Photovoltaikanlagen. Das wären 3600 Quadratkilometer. Das ist ein bisschen mehr. Da kommen wir dann nochmal auf 16 Kilowattstunden. Okay, gut. Also jetzt hätten wir in Summe 27 Kilowattstunden aus Strom. Das ist schon eine Menge. Also das ist mehr, als wir im Augenblick in Deutschland an Strom verbrauchen. Wir verbrauchen ungefähr 20 Kilowattstunden in ganz Deutschland. Also in Industrie, alles zusammengenommen, verbrauchen wir Strom 20 Kilowattstunden pro Tag pro Person im Durchschnitt. Also Sie sehen schon, der Rest ist ganz schön groß, den wir nicht in Form von Strom verbrauchen. Auch Verluste in Kraftwerken und so weiter. Okay, also 1% klingt machbar oder nicht, können Sie sich selbst überlegen. Ich noch mal zum Vergleich. Saarland und Berlin zusammen, ist ungefähr die Fläche von diesen 3600 Quadratkilometern. Oder kann man sich auch anders überlegen. In jedem Quadratkilometer ist ein Hektar mit PV belegt. Das, finde ich, gibt die Größenordnung ganz ordentlich. Sie fahren einen Kilometer und dann haben Sie wieder eine Anlage, die 100 mal 100 Meter groß ist, eine Photovoltaikanlage. Und das ist jeden Kilometer letztendlich, in jedem Quadratkilometer. Das ist schon ganz ordentlich. Aber warum nicht? Wir haben Flächen. Wenn Sie sich überlegen, mehrere Prozent der Fläche Deutschlands sind allein mit Energiepflanzen bedeckt, die wir für Biomasse verwenden. Die könnte ich doch mit sowas wie Agro-PV bedecken. Also hier, da gibt es viele Versuche und das sieht gut aus. Also die Erträge unterhalb von dieser PV, Sie können sich so, wenn Sie mal gucken, ja, es ist vielleicht so ein Drittel der Fläche, wenn man mal genau schaut, ist ungefähr mit PV belegt. Aber die Erträge unterhalb gehen kaum nach unten, beziehungsweise teilweise werden sie sogar besser, gerade bei Kartoffeln, weil es nicht ganz so heiß ist und die dann ein bisschen besser wachsen, wenn es dann so ein bisschen beschattet ist.
Also da gäbe es mehrere Prozent Landfläche in Deutschland, die man mit sowas ausstatten könnte. Also nur mal so als Gedanke. Okay. Wind. Also vielleicht ganz kurz, Sie sehen hier oben, hier läuft diese Bilanz mit. Jetzt sind wir bei 27 angekommen. Gucken wir uns Wind an. Jetzt ist vielleicht hier eine Sache, die man wissen muss. Also die Leistung eines Windrades ist im Grunde erstmal proportional zu V hoch 3. Jetzt in der Umsetzung stimmt es nicht ganz, aber die Energie, die im Wind steckt, ist proportional zur Geschwindigkeit hoch 3. Und dann ist noch etwas wichtig. Sie können solche Windräder nicht irgendwie unendlich nah zusammenstellen, sonst nehmen die sich gegenseitig den Wind weg, sondern sie müssen Abstände lassen. Und zwar ungefähr fünfmal der Durchmesser muss ungefähr der Abstand sein von diesen Windrädern. Und wenn man das dann ausrechnet, wenn ich sage, wie viel leistet ein Windrad und ich nehme die ganze Fläche von so einem Windpark, dann stelle ich fest, dass das gar nicht abhängig ist von der Größe der Windräder, weil wenn ich kleine nehme, dann packe ich die enger zusammen und habe halt mehr davon, oder ich nehme große und tue sie weiter auseinander. Und dann kriege ich im Durchschnitt pro Landfläche Windparkfläche hier, also pro Quadratmeter Windparkfläche, eine gewisse Energiemenge und eine gewisse Leistung. Und die ist bei Onshore ungefähr 2 bis 3 Watt pro Quadratmeter, die da rauskommen. Und bei Offshore, also auf dem Meer, so 4 bis 5 Watt pro Quadratmeter. Wenn Sie noch daran erinnern, wie war das mit Sonne? Die Einstrahlung waren 120 Watt und davon können wir 10 bis 20% umwandeln. Also liegen wir irgendwo bei 10 bis 20 Watt pro Quadratmeter, was wir aus PV rausholen können. Wind ist da weniger, aber ich kann natürlich die Fläche zwischendurch nutzen. Ich kann Landwirtschaft betreiben zum Beispiel. Also das sind, jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen einfacher rechnen. Ich mache mal wieder mal irgendeine Annahme. Also wir haben im Augenblick in Deutschland 30.000 Windräder. Was nehmen wir? Verdreifachen wir die Zahl vielleicht mal. Und wenn wir das machen, also es werden übrigens in diesen Abständen gesehen, ungefähr 10% der Fläche Deutschlands, die mit Windparks belegt wären, 36.000 Quadratkilometern. Und zusätzlich nehmen wir nochmal so einen 20 Kilometer tiefen Streifen entlang der Küste für Offshore. Was kriegen wir da? Also kriegen wir einen ziemlich großen Brocken an Energie, 52 Kilowattstunden, also immer noch weniger, als wir verbrauchen. Aber wir sind jetzt einen Riesensprung nach oben gegangen. 52 Kilowattstunden. Okay, aber es ist auch nicht ganz ohne. Vielleicht darf ich Ihnen auch mal hier, das ist eine Riesendiskussion in Bayern, also diese 10H-Regelung, die es jetzt auch nur hier in Bayern gibt. Also 10H bedeutet, die Abstände eines Windrades müssen 10-mal die Höhe sein zur nächsten Siedlung. Und wenn Sie diese 10H-Regelung mal gucken, welche Flächen Sie in Bayern überhaupt noch zur Verfügung haben für Windkraft, dann sehen Sie, es gibt so ein paar Gebiete hier noch, hier. Das ist aber die windärmste Gegend in Bayern hier im Osten. Hier sind Naturschutzgebiete auch und so. Also es bleibt nicht mehr viel übrig. Das Gesamtpotenzial hat sich auf 4 Gigawatt reduziert. Wogegen das, was wir jetzt so abgeschätzt haben mit diesen 10.000 Windrädern über ganz Deutschland verteilt, das wäre so eine 4H-Regelung. Da hätte ich quasi in ganz Bayern eigentlich Potenzial. Da käme ich auf ein Potenzial von 62 Gigawatt installierter Leistung an Windkraft. Also Sie sehen, wie sehr diese Abstandsregelung, was für eine große Rolle das spielt. Also bei 10H ist praktisch nichts mehr übrig, damit ist die Windkraft tot. Okay, gut, wir haben aber noch ein paar Quellen. Wir sind ja ziemlich weit nach vorne gekommen. Gucken wir mal Wasser. Die Frage, wie schätzt man das Potenzial von Wasserkraft ab? Muss ich jetzt den Wasserdurchfluss aller Flüsse mir angucken, die Fließgeschwindigkeiten und so? Es geht viel einfacher, nämlich ich gucke mir an die potenzielle Energie des Regens in Deutschland. Wasserkraft ist ja nur die potenzielle Energie des Regens auf dem Weg vom Berg runter zum Meer. Mehr kann ich nicht ausnutzen. Und das kann man relativ einfach abschätzen. Wir wollen das vielleicht nachher mal machen, so gewisse Gebiete nehmen und sagen, wie viel regnet es da und wie viel potenzielle Energie hat dieses Wasser? Und wenn man das abschätzt, kommt man auf eine Zahl von ungefähr 10 Kilowattstunden pro Tag und Person. Gibt es nur ein Problem, nämlich 60% des Regens verdunstet, bevor es überhaupt in irgendwelchen Flüssen sich sammelt. Also bleiben nur noch 4 Kilowattstunden übrig. Und ich kann natürlich nicht alle Höhenmeter energetisch nutzen. Am Anfang habe ich ganz kleine Bäche, die irgendwo die Berge runterrauschen. Da kann ich keine Turbinen einbauen. Und dann haben sie einen Großteil der Höhenmeter schon hinter sich. Also letztendlich haben wir maximal eigentlich eine Kilowattstunde. Wir haben mal so sehr positiv gerechnet, 1,5, aber rechnen Sie eher mit eine Kilowattstunde pro Tag pro Person in Deutschland an Wasserkraft. Mehr geht einfach nicht.
Das muss man sich irgendwie auch klar machen. Okay, schade, das ist ja eigentlich eine schöne Energiequelle, aber da sind wir jetzt nicht viel weitergekommen. Aber wir haben ja noch die Biomasse. Was kann ich mit Biomasse machen? Also ich kann Biodiesel, Bioethanol, also Biokraftstoffe produzieren, Biogas. Oder ich kann es auch direkt verbrennen für Wärme- und Stromproduktion, wie Kohle quasi. Aber es geht nicht immer so, da muss es ziemlich trocken sein. Aber damit könnte man zumindest mal rechnen. Also, wir haben gesagt, PV-Anlagen verwenden die Sonnenenergie und wandeln sie in Strom um. Und Biomasse macht ja nichts anderes. Die Sonnenenergie wird in Biomasse umgewandelt und die verwerte ich dann energetisch irgendwie. Und jetzt ist die Frage, was ist besser? Technik oder Natur? Kann ich also mit einer PV-Anlage mehr von der Sonnenenergie umwandeln? Oder kann ich vielleicht doch mit Biomasse mehr umwandeln? Jetzt gucken wir mal. Ja, Biomasse hat leider nur eine Effizienz oder eine Effizienz, sondern eine Energie, die da rauskommt von 0,1 bis ja 0,1 schon sehr positiv Watt pro Quadratmeter. Also wir reden vom Faktor, ja, eher so ein Faktor 150 weniger als PV-Anlagen. Also es ist deutlich ineffizienter, ich brauche deutlich mehr Fläche, so Pi mal Daumen 50 mal mehr, um genauso viel Energie zu produzieren. Das sagt dann schon ein bisschen was aus, ja, welche Flächen wir da benötigen. Da habe ich noch nicht mal abgezogen den Energieeinsatz für die Bewirtschaftung und Dünger. Dünger verschluckt ziemlich viel Energie. Jetzt haben wir mal hier so vielleicht auch nochmal in Watt pro Quadratmeter so, was aus so Pflanzen rauskommt. Raps ist da ziemlich schlecht, kommt zwar Biodiesel raus, das kann ich natürlich sehr gut verwenden, weil die Infrastruktur dafür da ist. Aber dann haben wir auch solche Sachen wie Miscanthus, das ist irgendwie so ein großes einjähriges Gras. Das ist noch ein bisschen besser vielleicht, aber dann hört man immer so von Zuckerrohr, das wächst natürlich bei uns nicht in Brasilien, das ist aber auch nicht besser. Da scheint zwar mehr Sonne, deswegen kommt da am Schluss mehr Energie raus, aber die Pflanze selbst ist auch nicht effizienter als die Pflanzen, die wir hier haben. Ja, also das sind so die Bereiche hier, so um die 0,5 maximal Watt pro Quadratmeter, die man da rausholen kann. Und man darf nicht vergessen, damit habe ich erstmal noch keinen Strom, sondern habe ich einen hohen Wärmeanteil immer bei Biomasse. Und Wärme kann ich nicht so gut verwenden, die kann ich nicht gut transportieren. Im Sommer brauche ich sie eigentlich viel weniger als im Winter. Also Wärme ist immer schlecht, Strom ist natürlich viel, viel besser für uns. Okay, aber jetzt trotzdem, sind wir großzügig. Nehmen wir 33% aller Äcker, 50% des Ertrags aller Wälder. Also das Holz, das da rauskommt, zur Hälfte verwerte ich energetisch. Vielleicht ist das gar nicht so unrealistisch, weil Holz kann ja auch Mehrfachnutzung haben. Ich kann ein Holzhaus bauen und nach 50 Jahren kann ich das Holz immer noch verheizen. Dann nehmen wir vielleicht noch organische Abfälle, die wir so haben. Restmüllverbrennung haben wir auch mal hier mit reingenommen. Das spielt auch noch eine kleine Rolle. Also insgesamt kommt man doch auf einen ordentlichen Brocken 19 Kilowattstunden. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier schon große Flächen zur Verfügung gestellt. Ein Drittel aller Äcker, und dazu muss man sagen, also wir sind in Deutschland Nettoimporteur von Nahrungsmitteln. Also die Ackerfläche in Deutschland reicht nicht aus, um die Bevölkerung zu versorgen. Das heißt, jeden Hektar, den ich mit Biomasse pflanze, mit Pflanze, da wandern dann einfach ein Hektar an Nahrungsmittelproduktion ins Ausland. Das ist also eigentlich ein Nullsummenspiel. Noch dazu wissen wir auch, unser Problem ist nicht nur der Klimawandel, sondern das Artensterben ist ein großes Problem. Diese industrielle Landwirtschaft ist wahrscheinlich einer der Hauptverursacher davon. Und deswegen haben wir da ein großes Problem, wenn wir das noch industrieller betreiben wollen. Also da bin ich sehr skeptisch. Aber wie gesagt, wir wollen ein Gefühl für die Größenordnungen bekommen. Wenn ich noch eine Sache, es gibt einen riesen Vorteil von Biomasse. Im Gegensatz zu Sonne und Wind kann ich die Biomasse natürlich speichern und kann sie dann einsetzen, wenn ich es benötige. So wird es zwar leider heutzutage überhaupt nicht gemacht. Biomasse wird rund um die Uhr gleichmäßig verbrannt und verwertet, aber ich könnte es dann einsetzen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und da haben wir wirklich eine Anwendung von Biomasse. Okay, weiter. Geothermie gibt es auch noch. Tiefe Geothermie. Wir unterscheiden zwischen tiefer und oberflächennaher Geothermie. Also hier in München gibt es relativ viel tiefe Geothermie-Projekte, aber alles für Heizzwecke vor allem. Oberflächennahe Geothermie, Wärmepumpen. Also Luftwärmepumpen nehmen wir jetzt auch mal mit hier mit rein, obwohl ich da eigentlich aus der Luft die Wärme rausnehme, aber sonst aus der Oberfläche. Und das ist auch wieder Sonnenenergie, weil im Sommer sich der Boden aufheizt und im Winter entnehme ich diese Energie.
Kann also hier nicht unendlich viel Energie rausnehmen, nur ungefähr 5 Watt pro Quadratmeter in Form von Wärme, ohne dass ich den Boden permanent weiter und weiter abkühle. Das geht nicht, das wäre dann nicht nachhaltig. Gut, die Zahlen hier, tiefe Geothermie, da haben wir eine Studie uns vorgenommen, eine Studie des Büros für Technikfolgenabschätzungen des Bundestags, die sagt, dass also sinnvoll verwertbar wären 4 Kilowattstunden pro Tag pro Person langfristig. Da sind wir nämlich bei weitem noch nicht. Und das aber auch nur für 1000 Jahre. Warum? Weil wir dann den Boden tief unter uns abgekühlt haben und dann dauert es viele Jahrzehntausende, bis die Wärme von unten wieder nachsickert. Das geht relativ langsam. Aber deswegen ist es nicht ganz nachhaltig, aber 1000 Jahre wären dann nicht schlecht schon mal. Und wenn wir 50 Quadratmeter Gartenfläche hätten pro Person, dann wären das vielleicht nochmal so grob 5 Kilowattstunden, die wir netto über Wärmepumpen generieren könnten. Also haben wir hier nochmal was dazugenommen. Wir kommen also langsam ans Ziel. Was haben wir noch? Dann haben wir ja noch so ganz, von denen hört man öfter mal was: Wellen, Gezeiten, Osmose, da müssen doch noch riesige Energien schlummern. Schauen wir uns das mal an. Was gibt es denn da so? Wellenkraft, da spreche ich gleich nochmal drüber. Gezeitenenergie, also das Auf und Ab von Ebbe und Flut, vielleicht könnte man da was machen. Osmosekraftwerke, wenn sie Süßwasser über eine Membran oder so eine Anlage in Salzwasser fließen lassen, dann können sie da Energie produzieren. Meereswärme, wenn das Oberflächenwasser 20 Grad ist und tief unten haben sie 4 Grad, dann können sie über diese Wärmedifferenz Energie produzieren. Depressionskraftwerk, das ist was ganz Besonderes. Wenn Sie eine Wüste haben, die unter Meereshöhe liegt, dann können Sie Wasser über ein Wasserkraftwerk da runterrauschen lassen und dann warten Sie, bis das wieder verdunstet. Gibt es natürlich nur ganz wenig Plätze auf der Welt. Meeresströmung in den Golfstrom vielleicht anzapfen, aber damit bremsen Sie den natürlich auch ab. Und wenn Sie den abbremsen, dann hat es fürs Klima wahrscheinlich auch große Auswirkungen. Ja, ich kann gleich dazu sagen, alle diese Techniken können nur einen winzig kleinen Beitrag und nur lokal liefern. Sie werden nicht einen großen Beitrag zur Weltenergieversorgung liefern können. Da diese Aussage ist für uns völlig gleich. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wellenkraft ist noch das aussichtsreichste von allen. Gucken wir uns mal an. Also Nord- und Ostsee können Sie vergessen. Da ist einfach nicht genügend Wellen. Aber jetzt gucken wir uns mal hier, das ist also die Leistung der Wellen. Wenn wir uns mal dieses Bild hier angucken, also überall da, wo es so farbig ist, da haben sie ziemlich hohe Wellen. Und die Wellenenergie, die da ankommt, entlang der Küste, kommt da von vorne Energie an. Das ist ziemlich viel, 60 Kilowatt pro Meter Küste. Das ist enorm im Atlantik. 60 Kilo, 60.000 Watt, das ist wirklich viel. Ja, aber dummerweise sind wir ziemlich viele Menschen und wenn wir nicht mehr in die Fläche gehen können, sondern nur entlang einer Linie, ja, dann haben wir noch die Wurzel von der Möglichkeit, die wir eigentlich bei Photovoltaik und Wind und so weiter haben. Also schätzen wir das doch mal ab. Vielleicht auch noch mal, was an diesem Bild hier interessant ist. Gucken Sie sich mal die ganzen Küsten an, wo es nicht farbig ist. Das sind nämlich fast alle Küsten auf dieser Welt. Hier Afrika, hier in Asien. Da gibt es nirgendwo Potenzial für Wellenkraft. Im Atlantik gibt es Potenzial, hier im Pazifik, im Nordpazifik und dann wieder ganz im Süden. Ja, Südaustralien hier, Chile, hier haben sie schon Potenzial. Aber bei allen anderen Küsten gibt es praktisch kein Potenzial für Wellenkraft. Das ist schon eine deswegen ein sehr interessantes Bild. Jetzt gucken wir mal an, was wir hier machen können. Also nehmen wir mal an, wir könnten wirklich über diese 4500 Kilometer Küste hier, die wir haben. Nehmen wir mal an, wir würden es schaffen, über 25%, also über 1125 Kilometer, die Wellen abzufangen und dann noch mit einem unglaublichen Wirkungsgrad von 50% den Strom umwandeln. Aktuell liegen wir da weit, weit drunter bei den Techniken, die wir haben. Jetzt müssen wir es aber natürlich auf die 750 Millionen Europäer verteilen. Was kommt da raus? Ja, da kommt eine Kilowattstunde pro Tag pro Person raus. Und vielleicht glauben Sie es mir jetzt, dass ich sage, lokal mag das höchst interessant sein für Länder wie Irland, England, vielleicht auch hier Spanien, Frankreich. Da, die können sicherlich mal ein paar Prozent ihrer Energieversorgung über Wellenkraft decken, wenn die Technik da ist. Aber weltweit wird es keine große Rolle spielen, weil einfach nicht genügend Küste da ist und weil wir viel zu viele Menschen sind und die Technik natürlich im Augenblick auch noch zu teuer. Aber wenn wir das Problem lösen könnten, wäre auch nicht genügend Energie da. Und ich glaube, diese
Dieses Beispiel zeigt es so ein bisschen hier. Wir kommen auf eine Kilowattstunde mit diesen unglaublich enormen Größen, die ich hier gerade angenommen hatte. Okay, das ist so ein Wellenkraftwerk, Pelamis. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr. Alle diese Firmen, die gibt es nicht mehr, weil das Problem ist, dass sie müssen mit solchen Anlagen im normalen Wellengang ganz ordentlich Energie produzieren können, müssen aber auch jeden Jahrhundertsturm überstehen können. Und der Atlantik ist ein sehr ungemütlicher Ort, wenn da mal ein Sturm rankommt. Also die bewegen sich so in so Scharnieren so auf und ab, wenn die Wellen kommen. Hat eigentlich auf diese Technik viel gesetzt, aber sie war einfach nicht wirtschaftlich. Hier gibt es noch etwas, da läuft so eine Welle, hier so eine kleine Rampe hoch und läuft dann durch so kleine Löcher und kleine Turbinen und produziert dann, glaube ich, 2% davon, kann sie in Strom umwandeln. Hier geht es aber mehr, dass ich auf sie überhaupt irgendeinen Stromanschluss habe, eine Stromversorgung und nicht irgendwie an Land Energie, das Land mit Energie versorgen möchte. Okay, gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Was haben wir denn alles gehabt? Also wir hatten gesagt, Sonne, 50% aller Dächer, 3600 Quadratkilometer Freiland. Das ist ungefähr diese Fläche, die wir jetzt mit Photovoltaik belegen. Die hat uns 27 Kilowattstunden gegeben. Windenergie, also der große Onshore-Windpark und der Offshore-Windpark ungefähr in der Größe mit diesen Abständen, fünfmal der Durchmesser von dem Windrad, gibt uns zusammen 52 Kilowattstunden. Aber wichtig, die Fläche ist hier natürlich nicht versiegelt, wogegen hier haben wir schon mehr oder weniger versiegelte Fläche unter der PV. Biomasse, 33% aller Äcker, 50% aller Wälder, das ist die Fläche, die wir zur Verfügung gestellt haben im Vergleich zur gesamten Fläche für Biomasse, das ist natürlich enorm. Geothermie, wenn wir jetzt diese 50 Quadratmeter pro Kopf für oberflächennahe Geothermie ansetzen würden, was man nicht macht, weil man heutzutage eher mit Luftwärmepumpen arbeitet und dann ein bisschen Wasserkraft hat man auch noch und Wellenkraft, da war ich sehr optimistisch. Und da kommen wir, ja, da können wir es ungefähr schaffen mit dem Energieverbrauch, so grob, den wir heute haben. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Das wird ja nicht ganz einfach. Wie schaffen wir eine umweltverträgliche Energiewende? Ich habe jetzt großzügige Annahmen gemacht. Und was können wir machen? Also ich glaube, das Wichtigste, was wir mitnehmen sollen hier, ist, wir müssen viel, viel mehr an dem Energieverbrauch drehen. Also wir verbrauchen einfach viel zu viel Energie. Und wenn wir da nicht dramatisch reduzieren, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Und wenn wir mal gucken, was so Studien annehmen, also hier ist so eine Studie, Bundesamt für Naturschutz, die also auch für 2050 sich überlegt haben, was muss passieren, dass wir CO2-neutral werden. Da ist ganz klar, der Endenergieverbrauch von heute ungefähr 83 oder 85 Kilowattstunden muss auf mehr als die Hälfte sinken. Und unser Stromanteil, der wird deutlich größer werden. Wir werden also mehr Energie in Form von Strom verbrauchen. Die gesamte, gesamte Verkehr muss elektrifiziert werden und auch die Heizung. Und deswegen verbrauchen wir noch viel weniger in Nicht-Stromform, also nicht elektrischer Bedarf hier. Ja, aber jetzt ist die Frage, okay, Hälfte reduzieren, drehen wir ein bisschen die Heizungen runter und so. Also das wird nicht einfach. Wenn Sie mal gucken, was in den letzten, das ist jetzt in 30 Jahren, wenn Sie mal in den letzten 30 Jahren gucken, was mit unserem Endenergiebedarf passiert ist, das von 1990 bis heute, da hat sich gar nichts getan. Da hat sich 0,0 verändert. Also in 30 Jahren hat sich unser Energieverbrauch nicht reduziert. Er ist zumindest nicht mehr gestiegen, obwohl unser Bruttosozialprodukt gestiegen ist. Er hat sich also zumindest mal abgekoppelt von dem Bruttosozialprodukt. Aber er ist auch nicht gefallen. Und das wird also hier... Der Weg von hier runter, der ist nicht einfach. Vor allem, wenn Sie sich mal überlegen, dass so Themen wie Digitalisierung, der weltweite Energieverbrauch allein für den Digitalsektor steigt jährlich um 9%. Also er steigt exponentiell an. Und er geht nicht nach unten, sondern er steigt stark an. Und deswegen bin ich da nicht skeptisch, aber ich glaube, wir müssen uns da wirklich drauf konzentrieren. Dann sehen wir, erneuerbare Energien müssen massiv ausgebaut werden. Eine CH-Regelung verhindert das natürlich. Das ist völlig unmöglich mit solchen stringenten Regelungen. Jetzt haben sie es langsam auch kapiert in der Politik. Und was wir auch gesehen haben, und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch einstellen müssen, die Hauptquellen sind nun mal Sonne und Wind.
Wenn jemand kommt und sagt, ja, nee, wir brauchen keine Windkraftwerke, wir haben doch irgendwie Wellenkraftwerke oder sowas, dann muss man sagen, nein, sie können einfach weltweit auch nicht annähernd die Energiemengen produzieren wie mit Sonne und Wind. Sonne und Wind sind die Hauptquellen. Biomasse wird noch eine Rolle spielen, wahrscheinlich Geothermie wird auch noch eine kleine Rolle spielen und Wasserkraft da, wo es geht. Und das war's. Viel mehr wird es nicht geben. Alles andere ist lokal, bringt lokal irgendeinen kleinen Beitrag. Natürlich müssen wir versuchen, international zusammenzuarbeiten. Wir können aber nicht sagen, oh, sollen die anderen mal machen. Die müssen ja auch erstmal über 100% erneuerbar kommen, dass sie überhaupt was exportieren können. Und wenn dann immer davon gesprochen wird, dass wir dann später mal viel erneuerbaren Strom importieren, ja, wo sollen der herkommen? Da müssten ja die anderen Länder ja auch erstmal über 100% kommen. Trotzdem möchte ich das mal zeigen. Das sind so diese berühmten Quadrate. Wenn man also eine Photovoltaikanlage bauen würde in die Wüste mit 100 mal 100 Kilometern Größe, dann könnte ich ganz Deutschland mit unserem jetzigen Energiebedarf decken. Und wenn ich jetzt so eine Photovoltaikanlage bauen würde, 500 mal 500 Kilometer, dann könnte ich Europa, Afrika und den Mittleren Osten mit unserem deutschen Energiebedarf decken. Also wenn man die Quadrate so sieht, dann kriegt man vielleicht doch wieder ein bisschen Hoffnung, auch wenn es politisch sehr schwierig ist, aber wir müssten gar nicht bis nach Nordafrika gehen. Europa bietet alle möglichen Klimazonen. Wir könnten in Südeuropa viel mit Sonne machen, in Nordeuropa viel mit Wind, Wasserkraft. Man muss schon das Ganze auch europäisch denken, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, bei uns geht es nicht, sollen die anderen mal machen, sondern natürlich gemeinschaftlich mit allen zusammen. Die Fluktuationen, wie sie immer heißt, die stehen dem Ausbau eigentlich nicht im Weg. Hier so eine Studie von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Also das ist ja mal auch für, ich glaube, 2050 sind die Bereitstellungskosten insgesamt für unsere Energieversorgung der Teil, der auf die Fluktuationen entfällt. Also es geht hier um das Vorhalten von vor allem hier, die rechnen vor allem mit Gaskraftwerken, die sie dann aber gar nicht mehr mit Gas, sondern mit irgendeinem grünen Gas befeuern. Die laufen halt immer dann, wenn gerade kein Wind geht oder keine Sonne scheint. Und diese Kosten sind im Vergleich zu den Gesamtbereitstellungskosten ziemlich gering. Das heißt also, da gibt es im Grunde eine Lösung, eine technische. Auch das Wasserstoff ist natürlich auch ein Thema. Also von dem her ist dieses Argument nicht korrekt, dass der Ausbau stoppen muss und wir erst uns um dieses Thema kümmern müssen. Aber wir müssen uns gleichzeitig darum kümmern. Ja, also von dem her ist mein Fazit. Wir können es schaffen, wir können es auch schaffen bis 2050 oder 2045, wie es angenommen wird, aber wir müssen natürlich die Ausbauziele ganz stark erhöhen, deutlich steigern, und wir müssen auch stark an unserem Energieverbrauch arbeiten und den deutlich reduzieren. Und deswegen vielleicht einmal das Motto, ja, jeder kleine Schritt zählt. Ich halte persönlich nicht so viel von diesem Motto. Weil wenn jeder nur kleine Schritte macht, dann ist es in Summe im Vergleich zum Ganzen eben auch sehr wenig. Und ich glaube, dass sich viele Leute auf kleine Schritte einfach ausruhen. Sie machen sich ein gutes Gewissen und sagen, ich mache doch was, weil sie einige kleine Schritte machen und dann verlieren sie das große Ganze aus dem Blick. Deswegen glaube ich, wenig bringt wenig, viel bringt viel. Wir müssen an die großen Dinge ran und müssen da viel verändern. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht darf ich noch ganz kurz einblenden hier dieses Buch, wo wir diese Geschichte hier nochmal ganz ausführlich behandeln. Und das gibt es auch als kostenloses E-Book. Wir haben auch Materialien auf unserer Homepage ohne heiße Luft, auch gerade auch für Schulen. Also praktisch alle Bilder aus dem Buch können verwendet werden. Die haben alle irgendwelche Creative Commons Lizenzen oder nicht ganz alle, aber die meisten. Das E-Book ist kostenlos, das kann man kostenlos runterladen. Und deswegen halte ich es eigentlich für interessant, sagen wir mal, auch für die Schulen. Ich glaube, für Schüler in den Mittel- und Oberstufe ist das eigentlich so ein Thema, das man schon gut verarbeiten kann. Hier kommt ein bisschen Physik vor, einfache Gleichungen, ein halb mv Quadrat, m mal g mal h, womit man solche Sachen abschätzen kann. Also ich glaube, das ist das, worum es geht. Wir müssen ein Gefühl für diese Größenordnung, diese Energiemengen bekommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen vor allem natürlich, Herr Holler. Und da sind schon ein paar Fragen eingetropft. Die erste haben Sie ja schon beantwortet mit der Literatur, der Hinweis. Und es ist wirklich schön, dass es auch direkt beziehbar und kostenlos und sofort per
Internet beziehbar ist. Wir haben unsere Fragen so in mehrere Bereiche aufgeteilt. Einmal fachliche Fragen, dann aber auch methodische Fragen und Fragen zur Bildung und dann auch eine Zufallsauswahl. Ja. Zunächst einmal sind die methodischen Fragen eingeschneit und ich will sie mal mit www kurz umschreiben. Das erste, wo bekommt man denn so Daten her aus dem Internet? Vielleicht gleich das zweite, worauf beruhen diese Daten? Welche Quellen sind es und wie zuverlässig sind die? Und dann, was wird damit so berechnet, wenn es jetzt darum geht, wie schaut es denn mit der Klimaneutralität für Deutschland tatsächlich aus? Welche Energien und welche Rechnungen gehen da ein? Also das ist jetzt gleich so ein Triplet an Fragen zum Methodischen. Also die Quellen, wir haben alle Quellen angegeben, auch in dem Buch und haben auch nochmal eine Quellenliste, glaube ich, auch im Internet zum Download. Das ist ein interessanter Punkt. Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich 3/4 der Zeit, um dieses Buch zu schreiben, geht in die Recherche. Also Sie kriegen eben diese Zahlen nicht an einer Stelle, sondern Sie müssen die sich zusammensammeln. Und natürlich gibt es da auch immer mal wieder Quellen, wo Sie sagen, boah, also da tue ich mich ein bisschen schwerer. Dann versuchen Sie immer noch andere Quellen zu finden. Aber ein Großteil der Zahlen bekommen Sie schon aus ordentlichen Quellen, sei es irgendwie Statistisches Bundesamt, aber auch, sagen wir mal, alle Ministerien, aber auch verschiedene Thinktanks und Energiewirtschaft und so weiter. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die Sie sich dann irgendwie zusammensammeln müssen. Auch gerade wenn Sie so gewisse Techniken, so Wellenkraftwerke und so, wir haben auch dann Firmen angeschrieben, ob sie uns irgendwelche Effizienzzahlen zur Verfügung stellen und so. Teilweise machen die das nicht. Und dann ist schon meiner Meinung nach schon vom Gefühl her schon relativ klar, das sieht da wahrscheinlich gar nicht gut aus. Vielleicht kennen Sie, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe vielleicht das mal gesehen, es gibt auch so eine Idee, Windkraft, das sind so Stäbe, die nur so im Wind vibrieren. Da hat man eigentlich gleich das Gefühl, ach, das ist doch super, dann mache ich einfach die Rotorblätter ab und mache dann quasi nur so Stempen hin. Ja, das Problem ist ein ganz anderes. Ich muss die nämlich viel, viel enger stellen. Also ich kann sie nicht in so großen Abständen stellen, sondern es ist ein ganzer Wald, die ganz eng nebeneinander stehen. Infraschall haben sie da ganz hundertprozentig, weil wenn die mit einer gewissen Frequenz hier vibrieren, dann ist das irgendwie völlig klar. Und wie die Effizienz ist, ist gar nicht klar, was die effektive Fläche von diesem Kraftwerk ist. Da habe ich die Firma angeschrieben, da haben die mit keinen Zahlen rausgerückt. Und deswegen glaube ich, dass da nicht viel dabei rauskommt, ehrlich gesagt. Also die Recherche ist nicht einfach, aber wir haben alle Quellen angegeben. Sie können da gerne auch nochmal nachrecherchieren. Und wir diskutieren die zum Teil auch hinten in dem Buch, die Quellen. Also wir sagen auch, okay, halten wir was davon oder glauben wir vielleicht nicht oder sowas. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Aber sagen wir, die großen Zahlen, die sind natürlich alle aus verschiedensten Quellen, können Sie die zusammenfinden. Ja, super. Also das ist ja auch schon mal eine ganz gute Quelle. Dann so ein paar technische Fragen. Wie ist es mit dem Umstieg auf den Strom oder Stromproduktion aus regenerativen Energiequellen? Wie schaut es dann mit den Primärenergien aus, mit den anderen Primärenergien aus? Wie viel kann man da einsparen und wie viel wird aber dann noch immer gebraucht werden? Also es fällt ja eigentlich gleich mal ein großer Brocken weg. Also alles, was Sie in den Kraftwerken, in den fossilen Kraftwerken an Verlusten haben, fällt mehr oder weniger weg. Also bei PV werden keine Verluste eingerechnet, bei Wind auch nicht. Das heißt, Sie kommen so gedanklich sofort von der Primärenergie auf die Endenergie runter, also von 120 auf 85 Kilowattstunden. Wir sind aber da ein bisschen skeptisch. Also wir haben, die Frau Kempfert hat uns hier stark kritisiert, wir würden hier zu pessimistisch die Primärenergie ansetzen, wir müssten die Endenergie ansetzen. Ich möchte aber da ein bisschen dagegen halten, weil ich glaube, also erstens mal die Verluste in den Leitungen und so, die sind da auch schon abgezogen, die werden wir trotzdem noch haben oder die werden sich sogar erhöhen. Aber ich glaube eben, dass wir durch die Speicherung von Energie neue Verlustquellen hinzubekommen, die wir wieder draufrechnen müssen. Kein Mensch weiß aber, wie viel das sein wird, weil es noch nicht ganz klar ist, wie die ganze Energieproduktion aussehen wird. Wenn wir das europaweit sehr stark vernetzen, dann brauchen Sie weniger Speicher. Wenn Sie eher lokal arbeiten, dann brauchen Sie wiederum mehr Speicher. Das heißt, das ist eine Zahl, die man gar nicht vorhersagen kann. Und deswegen gehen auch diese Studien so unglaublich weit auseinander. Wenn Sie eine Studie lesen, wie viel Speicher wir in 20 Jahren brauchen, dann gehen die Teile aus einem Faktor 1000 auseinander, die Studien. Und das sind alle für sich genommen seriöse Studien. Also das ist nicht ganz einfach.
Deswegen, aber das können Sie gleich runterrechnen. Aber was Sie auch noch für einen Effekt haben, wenn Sie Sachen elektrifizieren, also ein Elektromotor hat 90% Effizienz und nicht mehr 25. Die Batterie hat wenig Verluste. Das heißt, mit dem Elektroauto haben Sie gleich mal einen Faktor, ja, von 3, 4 sind Sie effizienter als mit dem Verbrenner, und haben aber denselben Nutzen. Heizung, Wärmepumpen ist es ähnlich. Da haben Sie einen Faktor 3 oder sowas, sind Sie effizienter, als wenn Sie vielleicht mit Öl heizen. Das heißt, ohne dass Sie einen Komfortverlust haben, geht Ihr Energieverbrauch sofort nach unten. Das heißt, wir könnten also da auch schon und damit schon unseren Energieverbrauch deutlich, deutlich nach unten drücken. Super Übungen fürs Kopfrechnen auch. Also ich werde da schon einen Muskelkater haben morgen in meinem Kopf. Aber jetzt noch eine Frage zu den Energiespeichern. Ich meine, das mit den Stromspeichern ist ja sicher ein Problem. Dann haben Sie die Idee aufgebracht, Biomasse als Speicher herzunehmen. Da kam auch so ein Hinweis, ja, ist das denn so schnell verfügbar? Da braucht man doch ziemlich lange Zeit, bis die Energie dann überhaupt verfügbar und verteilbar wird. Und Energiespeicher allgemein, können Sie dazu was Ja, sagen? das ist in der Tat eins der großen Fragen, die wir haben bei dem Ausbau. Und eine Alternative gibt es immer. Sie können Gaskraftwerke vorhalten. Gaskraftwerke sind sehr günstig in der Produktion im Vergleich zu Kohlekraftwerken, die sehr teuer sind. Aber Sie können Gaskraftwerke vorhalten und sagen, okay, gut, am Anfang sind wir noch nicht bei 100%, dann muss ich halt mit fossilem Gas herhalten, wenn jetzt Wind und Sonne. Wenn ich da eine Dunkelflaute habe, dann komme ich natürlich nicht runter auf 0% CO2-Ausstoß, aber ich könnte den natürlich schon mal stark reduzieren und es wäre relativ kostengünstig. Ich kann natürlich dann später das Ganze auch noch umstellen, wenn ich zum Beispiel Wasserstoff produziere in Zeiten, wo ich viel Wind und viel Sonne habe, kann ich sowas dann auch mit grünem Gas dann einsetzen, wenn ich den Strom brauche. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir haben. Allerdings brauchen wir natürlich viel, viel mehr Produktionen, weil Sie wissen, wir haben gesagt, unser Strom im Augenblick kommt zu 50% aus Erneuerbaren. Wir müssen ja dann deutlich über 100% drüber, um dann quasi in der Kapazität genügend zu haben, um dann vorzusorgen. Also da steht uns noch viel Ausbau bevor. Und bei der Biomasse, sagen wir mal so, was ich gemeint habe, ist eher, wir haben ja im Augenblick schon relativ viel Biomasse. Die macht ein paar Prozent, ich weiß nicht, wir haben ja 6, 7%. Korrigiert mich bitte jemand, wenn es falsch ist, von unserer Stromproduktion aus. Aber die läuft rund um die Uhr. Sie ist also wirklich nicht optimal eingesetzt. Ich könnte die Biomasse, die ich ja jetzt schon habe, schon dafür verwenden, dass ich sie dann einsetze, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Damit kann ich nicht alles abdecken, aber ich könnte schon mal einen Teil abdecken. Ja, und dann kommen immer noch so Fragen auf zu den Rohstoffen, die benötigt werden. Also natürlich einmal bei Photovoltaik, wie steht es mit den seltenen Erden, wie ist die Energiebilanz und so weiter. Das sind natürlich immer wiederkehrende Fragen, aber vielleicht haben Sie da auch ein paar Ja, Kopfrechenaufgaben dazu. also PV hat keine seltenen Erden. Das ist vor allem Silizium. Also Sie können PV-Anlagen ziemlich einfach recyceln. Da ist ein bisschen Stahl, Aluminium mit drinnen und Silizium. Also Sie werden jetzt geht es ja eigentlich erst los, dass die ersten Anlagen jetzt in Masse zurückkommen. Die laufen jetzt auch nach 20 Jahren. Also das Recycling von PV-Anlagen ist eigentlich kein großes Problem. Da haben Sie auch nicht so die Rohstoffe. Sie haben andere Rohstoffe. Problematischer ist das Thema Batterien. Das ist ein Thema. Und sagen wir mal, die seltenen Erden kommen aber auch nicht. Kobalt ist keine seltene Erde. Die seltenen Erden kommen in Motoren vor, also immer da, wenn Sie Magnete haben. Aber jetzt habe ich gerade auch in dem Vortrag, den jetzt da ein ehemaliger Student von mir gehalten hat, BMW zum Beispiel macht jetzt sogenannte fremderregte Motoren, die arbeiten also nicht mehr mit Permanentmagneten, das heißt, die brauchen gar keine seltenen Erden. Also da wird wahnsinnig viel dran gearbeitet. Tesla hat an seinem Battery Day auch gesagt, dass sie auch, also auch diese Batterien, das Recycling ist also ein Thema, das ziemlich weit oben auf der Liste steht und auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Muss auch. Also das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, aber es ist auch völlig möglich, Batterien zu recyceln. Es kostet Energie und deswegen muss da die Technik sich noch entwickeln. Aber dann gibt es vielleicht, darf ich da auch mal was dazu sagen, weil es ein Thema ist, das mich interessiert. Also, es heißt immer Lithium und Süßwasser mit den Batterien. Also, das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Da wurde unglaublich viel PR betrieben. Kobalt und Lithium, das sind so zwei Sachen, die jeder mit der Elektroauto in Verbindung bringt. Also, fangen wir mal mit dem Lithium an. Also, das Lithium, das in so einer großen Autobatterie drin ist, wie ein Tesla zum Beispiel.
Wenn Sie 800 Gramm Rindfleisch essen, haben Sie mehr Süßwasser verbraucht als das Süßwasser für die Lithiumproduktion. Oder 11 Avocados. Also das wird völlig übertrieben. Das Süßwasser, also diese in diesem Dreiländereck da in Chile und Argentinien, Bolivien, da geht ein größerer Teil des Wassers geht für die Kupferproduktion und für andere Sachen drauf und gar nicht mal für die Lithiumproduktion. Lithium können Sie natürlich auch abbauen. Also in Australien wird es normal abgebaut. Aber im Vergleich zu dem, was jetzt, sagen wir mal, die Ölförderung für Katastrophen verursacht, ist es klein. Also wenn Sie sich mal überlegen, diese Ölplattform da im Golf von Mexiko, die da 2 Jahre gebrannt hatte, dann die Ölverseuchung und auch beim normalen Produktion von Öl haben Sie ja immer Lecks. Also diese unglaublichen Umweltverschmutzungen, die sie haben in der Ölproduktion, die werden einfach gar nicht erwähnt, die sind irgendwie so gesetzt. Also, und dann vielleicht auch ein Thema mit dem Kobalt. In der Tat ist Kobalt ein Problem. Es kommt zum Großteil, und ich glaube, die Weltproduktion, weiß ich, die Hälfte oder so, kommt aus dem Kongo, wo auch Kinderarbeit eingesetzt wird. Und es ist zum Glück endlich auch mal auf der Tagesordnung, dieses Thema. Aber Kobalt haben wir früher auch schon verwendet. Die Hälfte der Kobaltproduktion wird verwendet für Turbinen, Gasturbinen, Flugzeugturbinen, Keramiken und so. Und es hat noch nie zu mir jemand gesagt, flieg bitte nicht mehr, weil du damit die Kinderarbeit im Kongo förderst. Das Thema ist jetzt auf die Tagesordnung gekommen. Auch zu Recht. Ich glaube, BMW oder Volkswagen, die verwenden gar keinen Kobalt aus dem Kongo. Und auch Tesla hat angekündigt, die nächste Generation Batterien womöglich ganz ohne Kobalt zu bauen. Also das ist ein Problem. Aber das ist nicht ein Problem, das es erst gibt, seitdem es Elektroautos gibt, sondern dieses Problem gab es auch schon vorher. Und wenn ich noch eine letzte Zahl, wenn ich die nennen darf, 80 Millionen Kinder, die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, ich glaube, 80 Millionen Kinder leiden unter einer Bleivergiftung, die vor allem durch die Entsorgung von unseren Bleibatterien aus den Verbrennerautos kommt. Also die werden da irgendwo hin verschifft, die Familien nehmen das Blei raus. Und es wird wieder zurückgeschifft und in unsere Batterien wieder als sauberes Blei eingebaut und nehme dieses Blei mit nach Hause und da leiden viele, viele Millionen Kinder unter einer Bleivergiftung. Das ist auch so ein Thema, das irgendwie noch nie jemand interessiert hat. Und deswegen finde ich solche Themen sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, die Diskussion ist sehr einseitig und sehr übertrieben gegen die Elektroautos. Aber wenn wir mal vom Akku weiterdenken, vielleicht zu der Wasserstofftechnologie, sehen Sie da irgendwelche Perspektiven und was wird da zu erwarten sein oder kann man da Ich glaube also für Kfz halte ich das für keine Lösung. Wir sehen das auch, dass die Automobilbranche da gar nicht mehr drauf setzt. Warum? Weil sie unglaubliche Verluste haben in der Kette. Also, sie nehmen den Strom, den sie beim Elektroauto direkt in das Auto reintanken, den packen sie in eine große Anlage, die teuer ist, und machen damit Wasserstoff. Da verlieren sie schon mal 50% der Energie. Da müssen Sie diesen Wasserstoff transportieren und so weiter und dann wieder verstromen. Sie brauchen also dreimal so viele Windräder, um 1 Kilometer weit zu kommen, wie direkt mit einem Elektroauto. Also ich halte davon wenig, wenn es jetzt um Kleinfahrzeuge geht. Wenn jetzt, sagen wir mal, bei großen Fahrzeugen wie Lastwagen, Flugzeuge, wo Sie eigentlich mit Batterien wenig Chancen haben, weil diese Batterien eine Riesenmasse haben, die müssen Sie dann mitschleppen mit sich, gerade bei Flugzeugen, da kommen Sie nicht drum rum. Da werden Sie irgendwelche Ökofuels brauchen oder Wasserstoffantriebe. Aber selbst dafür wird es sehr knapp werden mit der Stromproduktion. Also wenn wir jetzt auch noch glauben, wir könnten alle Autos dieser Welt mit Wasserstoff versorgen, dann ist das ein völliger Irrweg. Das wird auch nicht so kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und da tropft noch eine Frage rein zum Lebensstil. Moderner Lebensstil ist ja sicher ein Problem und da wird das Beispiel Wäschetrockner in der Frage gestellt und genannt. Und wie schafft man ein Umdenken? Was kann man denn so tun? Sie fahren ja 100, nee, 10.000 Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Jahr. Und die Frage, ja, schafft man da ein Umdenken? Und wenn, was könnte man da raten? Ja, das ist in der Tat. Also, ich habe gerade wieder einen interessanten Artikel gelesen. Also, es ist interessant, dass Leute, die das gerne wollen, die also im öffentlichen Bewusstsein das auch haben, die kommen meistens aus besser verdienenden Verhältnissen. Und also, ihr Energieverbrauch skaliert vor allem mit ihrem Einkommen. Da kommen wir kaum raus, ob sie wollen oder nicht. Die haben ein größeres Haus, sie fahren öfter weg, sie fahren mal in Urlaub, sie fliegen dann doch vielleicht mal oder auch für ihren Beruf. Sie haben einen besseren Beruf und müssen da mal unterwegs sein.
und so weiter. Also es skaliert vor allem mit ihrem Einkommen. Und dieses Umdenken ist wirklich sehr schwierig und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also ich fahre eigentlich viel mit dem Zug, aber wir fahren auch Auto. Also jetzt, wir haben ein Elektroauto und sonst keins. Also wir fahren aber auch mit dem Elektroauto. Ist auch nicht ideal. Also wir können nicht einfach alle Autos durch Elektroautos ersetzen, sondern wir müssen auch die Zahl der Autos reduzieren, ungefähr auf die Hälfte. Also das ist in der Tat ein Knackpunkt. Und die Frage ist, wie komme ich da durch? Bisher hat man immer so versucht, ja, jeder macht so ein bisschen was und wir versuchen was. Damit werden wir aber nicht weiterkommen. Ich glaube, energieintensive oder CO2-intensive Prozesse müssen einfach deutlich teurer werden. Ich persönlich halte viel von einer CO2-Abgabe in irgendeiner Form, um auch dem Verbraucher richtig anzudeuten, was ist schädlich fürs Klima. Ich sehe es am Preis schon. Wenn ich einkaufen gehe, die Ernährung ist ein gutes Beispiel. Es ist als Endverbraucher fast unmöglich, sich mit jedem Produkt auseinanderzusetzen. Wie viel Impact hat es jetzt eigentlich? Und dann ist es auch noch schwierig. Es heißt immer regional, aber wenn ich Tomaten im Winter esse, ist es vielleicht doch besser, sie sind nicht regional, weil sie im Winter mit viel Energie im Glas ausgezogen werden. Dann ist der Transport von Spanien günstiger, also energetisch gesehen günstiger, als vielleicht die Produktion hier. Und das sind so Sachen, die kann ich als Endverbraucher gar nicht wissen. Wenn ich das aber einpreise, und dann sehe ich, die kosten jetzt einfach mehr, dann habe ich da natürlich eine gute Möglichkeit. Dann brauchen wir aber wieder irgendeinen sozialen Ausgleich, weil die Sachen dann auch teurer werden natürlich. Und da scheiden sich ja die Geister in Ökonomen, wie könnte so ein System funktionieren? Und das wird nicht einfach werden. Ja, zum Thema Energie, zur Ernährung kommt da gleich noch eine Frage dazu. Also wenn wir jetzt die Biomasse nochmal betrachten, ja, da werden eben landwirtschaftliche Stellen praktisch besetzt. Dann muss die Düngerherstellung auch irgendwie mit eingerechnet werden und am Schluss wird doch wieder alles verbrannt und CO2 entsteht. Wie ist da so die Bilanz? Natürlich, letztlich ist es ja ein geschlossenes System. CO2 wird dann nur das verbrannt, was gerade auch gespeichert wird. Aber insgesamt die Bilanz, vielleicht dazu ein paar Überschlagsberechnungen. Ja, da gibt es auch viele Berechnungen. Also in der Tat, Dünger macht viel aus. Ich glaube, 2% der Energie, Weltenergieverbrauchs geht irgendwo in den Dünger, habe ich mal gelesen. Aber das ist vielleicht auch so eine Zahl, die muss man nochmal nachrecherchieren. Aber es ist auf jeden Fall eine enorme Menge. Und jetzt ist die Frage, berechne ich die damit ein, die ganze Bilanz oder nicht? Also es gibt schon auch Berechnungen, die sagen, dass sowas wie Raps eigentlich kaum einen positiven Effekt hat, weil ich ziemlich viel Energie aufwende und relativ wenig rauskommt. Wogegen bei Biogas habe ich natürlich schon eine höhere Energieausbeute, aber das ist in der Tat eins der großen Probleme, wenn Sie mit Biomasse reden. Deshalb glauben wir, also wir schreiben ja auch gerade mit Harald Lesch an einem neuen Buch und haben da auch mit vielen Experten gesprochen. Wir glauben, dass also die Biomasse, wenn die Speicher mal zur Verfügung stehen, dass die Biomasse keine so große Rolle mehr spielen wird, weil sie sich eben auch in Konkurrenz verhält mit den Nahrungsmitteln. Vielleicht auch nochmal eine Frage, ich weiß nicht, ob die schon gekommen ist, die kommt auch immer. Müssen wir alle Veganer werden? Wie sieht es mit dem Rindfleisch aus? Also, es ist eine sehr interessante Frage. Rindfleisch, Milchprodukte produzieren sehr viel Methan, vor allem die Kühe natürlich, also haben einen großen Impact. Also, gerade so Käse und solche Sachen. Ich habe eine Kollegin aus Manchester, das könnt ihr auch mal gucken. Jetzt in dieser ganzen Reihe Without the Hot Air, da gibt es auch ein Buch zur Ernährung in diesem englischen Verlag UIT. Und sie rechnet es dann auch vor und das ist natürlich interessant, aber letztens hat man einen interessanten Vortrag über Bio-Nahrungsmittelproduktion von Felix zu Löwenstein und der hat gesagt, gut, ganz auf Fleisch werden wir nicht verzichten, weil wir haben einen relativ großen Anteil an Grasland in der Welt. Das sind Flächen, die wir nicht unbedingt als Ackerflächen verwenden können. Wir Menschen können aber Gras nicht verarbeiten. Wir können also diese Biomasse nur nutzen, indem wir sie quasi über die Tiere nutzbar machen, dann in Form von Fleisch, Milch und so weiter. Also auf 0% Fleischproduktion geht er davon aus, wenn wir nicht drunter gehen, weil wir dann diese Flächen nicht mehr nutzen könnten, ernährungstechnisch. Also ist auch interessant. Aber wir essen natürlich alle viel zu viel Fleisch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und da müsste man wahrscheinlich deutlich reduzieren. Da ist es aber bei mir auch, gebe ich zu, auch eine Schwachstelle. Also da, ich habe jetzt viele Themen, habe ich rum gemacht und versucht, auch jetzt so Mobilität und solche Geschichten, aber mit der Ernährung, so weit bin ich jetzt irgendwie noch nicht gekommen. Aber man müsste eigentlich alles gleichzeitig anpacken. Ne? Also.
Noch zu schlimm. Eine Frage, die auch immer wieder aufkommt, ist Thema Kernenergie. Kommen wir ohne Kernenergie aus? Wie sinnvoll ist die Energiewende ohne Kernenergie? Oder inwiefern sollte man sich ein Beispiel an Frankreich nehmen? Also kann man zu der Frage was sagen. Also, Kernenergie macht im Augenblick an der gesamten Produktion der Welt 2 bis 3% an der Primärenergieproduktion aus. Also, wenn Sie wollen, dass die Kernenergie einen massiven Anteil hat, dann müssen wir eigentlich die Kernenergie irgendwie verzehnfachen. Wir müssen also Tausende neuer Kernkraftwerke bauen. Dafür haben Sie überhaupt nicht das Uran, das steht überhaupt nicht zur Verfügung für diese Massen. Und dann kommt immer wieder diese Idee mit diesen, ja, mit diesen Generatoren der vierten Generation, also die neuen Kraftwerke, also so Brüter, das sind also vor allem so schnelle Brüter. Ja, die gibt es auf dem Papier, aber die gibt es nicht. Es gibt Versuchsanlagen, in Russland steht so eine Anlage, unglaublich teuer, unzuverlässig, gefährlich. Also diese Versprechen, die damit gemacht werden, von denen sind wir Jahrzehnte weg, also wirklich Jahrzehnte. Das heißt also, dass wir glauben, wir könnten jetzt irgendwie mit Kernkraftwerk hier eine schnelle Wende machen, halte ich für völlig utopisch. Wenn Sie sich auch die Bauzeiten und Kosten von Kernenergie angucken, dann sprechen wir von Jahrzehnten, die wir überhaupt nicht haben, und das Uran haben wir auch nicht. Also ich halte davon sehr wenig, und ich glaube nach wie vor, dieses Thema mit dem Müll, den wir haben, das ist einfach nach wie vor völlig ungelöst. Und wenn wir das jetzt noch massiv ausbauen, um den Faktor 10 oder Tausende von Anlagen, dann wird dieses Problem massiv werden, und damit können wir eigentlich nicht umgehen. Ja. Ich halte davon sehr wenig. Ich glaube da nicht dran. Ja, auf jeden Fall. Noch weitere Fragen zu Auswirkungen auf die Umwelt. Also da gibt es ja auch immer die Diskussion und Lehrer müssen da auch sicher reagieren darauf. Was sind die kritischen Punkte zum Beispiel zum Vogelsterben bei Windkraft, Infraschall durch Windanlagen, Fertigungsaufwand bei PV-Anlagen? Das wären so. Ja, das sind viele Fragen. Also, es geht immer darum, wann habe ich die Energie wieder eingespielt? Zum Beispiel Windkraft, nach einem halben bis dreiviertel Jahr ist die Energie, die das Windkraftwerk benötigt hat zur Produktion, wieder eingespielt. PV dauert ein bisschen länger, vielleicht 1, 1,5 Jahre, je nachdem, wo die PV-Anlage steht. Aber sie macht danach 20 bis 30 Jahre energetisch Gewinn. Also, das ist kein Thema mehr. Da kursieren teilweise ganz alte Zahlen. Das nächste, Entschuldigung, können Sie nochmal wiederholen? Ja, so Vogelsterben und Ach Daten so. dazu, gibt es da irgendwelche Da gibt es schon Zuverlässigkeit? auch, da gibt es auch Untersuchungen, aber das wird meiner Meinung nach sehr stark übertrieben. Es gibt einzelne Flugschneisen oder so, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber gerade auch gewisse Vögelarten, um die es dann häufig immer geht, die haben sich eigentlich da gar nicht reduziert. Und es sterben viel, 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 viel mehr Vögel an Autobahnen, an Autos, an Lastwagen, an Hochhäusern. Also ich halte das für deutlich übertrieben, eigentlich eher ein Argument, um einfach Windräder zu verhindern. Und der Infraschall, den halte ich für einen vollkommenen Quatsch. Also da bin ich, das halte ich für einen vollkommenen Humbug. Und auch alle Studien, die es dazu gibt, und ich glaube, jetzt hat sich der Wirtschaftsminister auch entschuldigt für die falschen Zahlen, die er genannt hat. Alle Studien, die es dazu gibt, ist, dass das in einem gewissen Abstand praktisch nicht mehr messbar ist und dass der Infraschall von Autos, von Wellen und so weiter viel höher ist und eine viel größere Rolle spielt und von Windkraftanlagen überhaupt keine Rolle spielt. Also das halte ich für ein absolut an den Ohren herbeigezogenes Argument. Ja, hier noch eine Frage. Da will jemand investieren und fragt nach finanziellen Mitteln und Unterstützung. Können Sie irgendwelche Quellen vorschlagen, wo man den Ausbau von erneuerbarer Energie unterstützt bekommen kann in Bayern und in der BRD? Also die KfW ist immer ein Anlaufpunkt. Über die KfW gibt es viele, viele Förderungen, wenn Sie jetzt im Privaten was machen wollen. Also gerade wenn Sie ein Haus haben, also da diese ganze energetische Sanierung spielt eine riesengroße Rolle. Es geht nicht immer nur ums Dämmen. Wird auch falsch gesehen, sondern es geht um viele andere Geschichten. Also die KfW ist ein guter Anlaufpunkt. Die Stadt München hat viele Förderungen, wenn es auch jetzt um Elektromobilität zum Beispiel geht. Auch Lastenräder, Sie kriegen also auch Lastenräder ziemlich stark gefördert, Elektrolastenräder. Also da gibt es ja genau Stadt München und die KfW, das wäre eigentlich so der Anlaufpunkt, den ich mal erwähnen würde.
Ja, noch was Globales. Inwiefern geht das Bevölkerungswachstum in den Verbrauch ein und kann man das hochrechnen? Inwiefern wird sich da noch mehr entwickeln an Bedarf? Ja, ich habe ja die Zahlen, die ich ja genannt habe, sind immer pro Kopf. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal 20% Bevölkerungswachstum haben und sich der Energieverbrauch pro Kopf nicht verändert, dann wächst der immer noch um 20%. Also das hat einen großen Einfluss. Und wir wissen ja, wir gehen davon aus, dass wir eigentlich erst gegen Mitte des Jahrhunderts irgendwie den Peak erreicht haben. Ich weiß nicht, haben Sie die Zahlen im Kopf, vielleicht 12, 13 Milliarden oder irgendwie sowas, wird erwartet als Maximum. Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu. Und umso schneller müssen wir natürlich die Energieproduktion irgendwie klimaneutral machen. Das ist Ja, eine im große Moment sind es Problem. so etwa 7 Milliarden und dann 10, Ja, 13 bis genau, 13. Ja, das sind die Perspektiven. Ja. Ja, wir wählen ja verschiedene Fragen auf. Es gibt ja keine dummen Fragen, aber hier zum Beispiel doch etwas Kritisches. Wie schaffe ich die 120 Fahrradfahrer in meinen Keller? Die Frage streiche ich mir mal lieber. Ja, hier zum Schluss vielleicht doch noch eine ganz große Frage. Haben Sie irgendwelche Botschaften an Lehrerinnen und Lehrer, abgesehen davon, dass man ja natürlich ein ganz gutes Kopfrechnen trainieren kann und dann tatsächlich auch Einblick in so ein paar Daten reinbekommt? Was wären sonst noch Vorschläge, die Sie an die Leute bringen wollen? Also ich glaube, man soll die jungen Leute wirklich ermuntern, auch aktiv zu sein. Also bisher hieß es immer so, ja, wer nicht selbst vorbildlich ist, darf sich eigentlich dann auch politisch gar nicht äußern. Wurde immer so zurückgespielt auf das Individuum. Guck dich doch mal selbst an, dein Lebensstil mit deinen Handys und alles. Also brauchst du gar nichts sagen. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass dieses Thema auf individueller Ebene nicht zu lösen ist. Natürlich muss jeder seinen Beitrag machen, aber es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir nur gemeinsam lösen können und damit letztendlich nur über die Politik. Und da müssen wir Druck ausüben, zum einen. Wir müssen aber dann gleichzeitig bereit sein, wenn dann das Pendel zurückschlägt und wir das dann auch spüren, dass wir das dann auch akzeptieren. Das halte ich für ein sehr wichtiges Thema, weil einerseits heißt es mir, wir brauchen unbedingt eine CO2-Steuer und dann sagen die Politiker, keiner wird davon was spüren. Das ist natürlich witzlos. Also die Idee dahinter ist ja, dass ich es merke. Dann muss ich aber auch bereit sein dafür und auch sagen, okay, gut, wenn es dann auch wirklich wirkt, dann bin ich auch bereit, das zu akzeptieren. Und deswegen glaube ich, kann man die jungen Leute auf jeden Fall motivieren, sich in dieses Thema einzubringen, zu diskutieren, aber möglichst nicht schwarz-weiß. Also es wird zu viel in Gut und Böse unterschieden und die Alten sind dann vielleicht die Bösen. Und das stimmt auch nicht. Wenn Sie mal gucken, den Pro-Kopf-Energieverbrauch, dann sind es vor allem die alten Leute, die wenig verbrauchen, sehr häufig. Also die ärmeren Rentner sind diejenigen bei uns, die am allerwenigsten Energie verbrauchen. Die haben kleine Wohnungen, die sie auf 15 oder 17 Grad aufheizen, die haben kein Auto, die fahren nicht in Urlaub, haben keine Gadgets. Also es sind sehr häufig ärmere alte Leute, die unseren Energiedurchschnitt eher noch nach unten drücken. Ja, gut, also vielen Dank für die Informationen und die Anregungen und das Buch, das werde ich mir auch sicher zulegen und ab und zu mal durchrechnen. Ja, also herzlichen Dank erstmal an Sie und an die Zuschauer und Zuhörer in der nächsten Woche. Da feiern wir Pfingsten am Montag. Die Woche drauf, am 31. Mai, geht es dann weiter mit Professor Hauch Thum und Micha Palellsche. Lehren und Lernen für die Zukunft. Ja, besuchen Sie uns da wieder digital und machen Sie mit bei der Vorlesung und sammeln Sie interessante neue Energien. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis wir uns wieder digital sehen. Vielen Dank, tschüss, auch von mir wiederhören. Tschüss.